Alle 3 Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Fast 300.000 Handys werden jährlich geklaut. Der Markt für Einbruchsschutz boomt. Wie kann man sich dagegen schützen? Sicherheitsexperte Sören testet für uns eine Software zur Handysicherung. Ja, hi. Ich mach mit. Unseren Testerinnen Kathleen und Sabrina wird gleich das Handy geklaut. Das kennen viele. Ich finde es sehr, sehr interessant. Und nicht unbedingt, weil es sensible Daten drin sind oder so, sondern halt, weil es mir schon mal passiert ist und es ist sehr ärgerlich. Diese neue Sicherung fürs Handy, eine ausgeklügelte Software der Firma Kaspersky Lab. Sie kostet 25 Euro pro Jahr und soll dafür sorgen, dass man das Telefon blockieren und sogar wiederfinden kann. Nach nur 2 Minuten ist die Software auf dem Handy. Das Programm lässt sich für jeden Laien einfach und schnell installieren. Man braucht keine besonderen Vorkenntnisse. Es geht einfach schnell. Super. Testdieb Sören Stübing ist Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma. Er kennt die Tricks der Diebe. Kann er die Handysicherung überlisten? Damit sie funktioniert, müssen unsere Testerinnen Kathleen und Sabrina noch eine Kontakthandynummer eingeben. An diese werden im Fall eines Diebstahls alle Informationen geschickt. Wir wollen wissen, ob Sören Stübing das gesicherte Handy knacken kann. Die Software funktioniert übrigens bei fast allen internetfähigen Handys. Nach dem Diebstahl geben die Mädchen das Startsignal. Dann lass uns das jetzt nochmal sperren. Ja. Was schreiben wir jetzt da? Das Wort Block und ein 4-stelliger Geheimcode als SMS reichen. Die Kurznachricht können unsere Testerinnen von jedem Handy an das geklaute Mobiltelefon schicken. Sobald die SMS ankommt, blockiert das Gerät. Ohne den Code der SIM-Karte geht mit dem geklauten Handy nichts mehr. Sören Stübing legt seine eigene Karte ein. Die Kaspersky-Sicherungssoftware verhindert aber eine Aktivierung. Beinahe in Echtzeit kommt die Nummer der neu eingelegten SIM-Karte bei der Kontaktnummer an, die die Testerinnen vorher eingetragen haben. Der hat das Handy. Ja. Das geklaute Handy ist absolut nutzlos. Unser Dieb wirft es für unseren Test weg. Seit der Blockade des Handys schickt dessen Software GPS-Daten per SMS an das Kontakttelefon. Dann hilft ein Autonavigationsgerät. Guck mal, das ist geil. Hier irgendwo in der Umgebung. Da muss hier irgendwo sein, ja. Bis auf wenige Meter genau lotst das Navigationsgerät die Testerinnen zu den gesendeten GPS-Koordinaten. Darüber hinaus haben sie zur Ortung auch die aktuelle Telefonnummer des Geräts. Ein Anruf genügt. Gefunden! Cool! Vom Standpunkt eines Sicherheitsbeauftragten würde ich den Kunden mit sensiblen Daten grundsätzlich dazu raten, weil es erstens nicht teuer ist und zweitens wirklich die Sicherheit der Daten gewährleistet. Wir haben das Handy schnell gefunden. Für mich war alles super und übersichtlich. Die Software funktioniert gut und bietet für 25 Euro im Jahr ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis.